Aufgrund der erhöhten Terrorgefahr setzt sich Innenminister Gerhard Kahner jetzt dafür ein, dass Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram künftig überwacht werden sollen. Was sagt die Bevölkerung dazu? Wir haben uns umgehört. Solange es der allgemeine Sicherheitsdienst und ein Anfangsverdacht besteht, warum nicht? Also ich denke, ich würde nicht wollen, dass meine Gespräche überwacht werden, wenn ich ehrlich bin. Und ich meine, sie werden so oder so schon überwacht, muss man auch sagen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sehr jetzt der österreichische Verfassungsschutz oder was auch immer da jetzt großartig irgendwas herausfinden könnte. Weil auch beim letzten Terroranschlag hat es eigentlich nichts gebracht. Ich finde, dass es der Gefährdung von der Bevölkerung wird ausgenutzt, um der Überwachung mehr zu machen und am Ende den Macht der Regierung zu erweitern. Das hatten wir eigentlich bei Corona-Zeit in einer Art und Weise gehabt und es wird jetzt auch hier der Kontinuität von dieselbe Verhalten. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach populistisch und ja, extrem. Eher nicht so, weil ich finde es schon sehr seltsam, dass sehr viele Eindrücke aus meinem Privaten dann irgendwie wo landen, wo ich selber nicht weiß, wo sie hinkommen. Also ich bin so nicht pro, nicht dafür. Fühlen Sie sich aktuell beunruhigt oder fühlen Sie sich ganz sicher in Österreich? Ich fühle mich ganz sicher. Also bei mir, da wo ich daher bin, passiert einmal nichts, ist einmal amtlich. Und ich glaube auch so in Österreich ist eines der sichersten Länder der Welt. Also ich glaube, man braucht keine Angst haben. Ich fühle mich schon sicher, also beunruhigt auf keinen Fall. Natürlich passiert tagtäglich etwas, wo man sich denken kann, oh Gott. Aber grundsätzlich denke ich mir trotzdem, ich bin in Österreich. Ich fühle mich sicher, solange alles so bleibt der Welt, wie es ist. Also ich fühle mich schon sicher. Ich denke, die Terrorgefahr geht eher zurzeit nicht an die Allgemeinbevölkerung, sondern eher an die jüdischen Gemeinden. Wegen der Situation jetzt gerade. Ich versuche mich da jetzt nicht so wirklich beeinflussen zu lassen. Und wenn es wirklich irgendeine tatsächliche Gefahr gibt, ja, dann muss man halt schauen, dass da irgendwas dagegen getan wird. Aber die Überwachung ist vielleicht nicht der richtige Schritt. Was wäre vielleicht eine andere Alternative, um gegen den Terror zu kämpfen? Die Ursache von der Terror bekämpfen. Der Terror kommt nie aus nirgendwo. Wir müssen schauen, woher die Situationen sich entwickeln und das einfach in kulturellem Sinne bekämpfen und nicht jetzt akut in den Moment. Finden Sie, dass Österreich schon ein Überwachungsstaat ist? Nein, finde ich nicht. Also, komm aus dem ländlichen Raum, da merkt man davon eigentlich gar nichts. Nein, man kriegt schon viel mit, dass der überwacht wird oder da was passiert und wo was rauskommt, wo man sich denkt, na, woher haben die Informationen? Also, ich nehme es schon an, aber es ist halt doch sehr auch geheim, das Ganze. Na, Gott sei Dank nicht. Also, ich glaube, hier generell können wir nicht davon reden, dass wir in Überwachungsstaaten leben. Und ich will auch nicht, dass das so ist, dass das so in der Zukunft ist.